Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar habe ich mir heute ein Spiel ausgesucht. Ein Early Access, der gerade erst am 5.1. rausgekommen ist. Also ganz frisch raus. Und zwar habe ich schon seit einem halben Jahr auf das Spiel gewartet und habe eigentlich ganz gute, na, ich sage mal, Hoffnungen an das Spiel, dass es recht gut wird. Problem ist ja am Manager-Spielen, dass es meistens schnell langweilig wird. Ja, man sieht im Grunde, dass es noch wirklich ein Early Access ist, weil in der Option kann man nicht viel einstellen. Man kann die Auflösung des Bildschirms ändern, die Sprachen in Deutsch und Englisch einstellen, was ich nicht schlecht finde. Die Grafikeinstellung kann man hier ändern, Musik deaktivieren, Vollbild starten, Hintergrund deaktivieren und GUI-Animation deaktivieren. Hier werden die Leute alle benannt, die an der Entwicklung des Spiels teilgenommen haben. Und ich möchte mal sagen, bisher bin ich sehr zufrieden mit dem Spiel. Ich würde sagen, jetzt fangen wir mal an mit einem Spiel. Ja, ich bin da nicht so kreativ. Ich nehme einfach mal meine Namen. So, was ich ganz witzig finde, ist, hier sind alle Firmen drin, die, naja, alle nicht, aber die bekanntesten Firmen, die Spiele entwickeln. Halt nur ein bisschen anders geschrieben. Finde ich ganz witzig. Bei Minisoft. Kommt gut, finde ich nicht schlecht. Sega. Sind schon schöne Firmen dabei. Ja, ich nehme jetzt mal Activision. Dann kann man hier in den Ländern spielen. Und zwar kann man denn hier auch irgendwelche Sachen freischalten. Zum Beispiel hier in Frankreich den Kopierschutz. In England Lizenzen. Marketing in den USA. Und der Gary, was? Untergräne, ah Mensch. Ja, Nachfolger und so weiter. Und so geht das über die ganzen Länder hinweg. Also ich fange erstmal in Deutschland an. Beschleunigter Start mache ich jetzt nicht. Das bin ich. Kann man das Bild ändern? Nein. Hier kann man die Grains ändern. Und ja, machen wir einfach mal Arcade, warum nicht? Und dann Grafik, Sounds, soll das sein? Spezielle Fähigkeiten. Machen wir einfach mal High-Grafik, ne? So, dann Games Design. Würde ich sagen, gehen wir ein bisschen hoch. Also pro 10% geht hier eine Zahl weg. Grafik auch nicht schlecht. Programmierung sollte vielleicht auch sein, wenn man Spiele entwickelt. Sounds wahrscheinlich auch. Und wer schnell ist, ist schnell am Ziel, würde ich sagen. So, die Grundeinstellung nehme ich jetzt erstmal. Mal sehen, wie weit ich damit komme. Ich nehme erstmal normal. Mal sehen, ob ich gleich pleite gehe. Gut, das ist hier unser Chefbüro. Ist schon mal ein Schreibtisch und ein Auto. Hier kann man am Ende Lizenzen erwerben, Kopierschutz erwerben, Energien erwerben. Und ja, müssen wir mal gucken. So, dann können wir hier uns wahrscheinlich Büros bauen. Ist noch nicht viel erlaubt zu bauen. Also fangen wir mal mit der Entwicklung an. Das ist wahrscheinlich am logischsten. Telefon klingelt, ohne dass ich eins habe. Das ist auch nicht schlecht. Ja, ich würde mal sagen, manchmal so. Eine Tür. Eine Tür für 18.000. Kann ich die weglassen? Gut. Dann gibt es hier Möbel.
Wirken die sich irgendwie aus? Nehmen wir mal zwei gute Schreibtische. So, kann auch noch jemand mitarbeiten. Ist da auch nicht schlecht. Jetzt stellen wir uns noch einen kleinen Schrank rein. Können wir den da noch reinstellen? Ja. Dann zum Ausruhen ein Sessel. Warum der jetzt teurer ist als die in einer anderen Farbe, weiß ich nicht. Macht für mich nicht viel Sinn. Aber es sind doch original die gleichen Sessel, nur in einer anderen Farbe. Aber grau gefällt mir jetzt am besten. Dann nehme ich mal einen Mülleimer, stelle den mal dahin. Hoffe, die Leute kommen da auch noch durch. Ein Farbkopierer. Stell mal dahin. Weiß gar nicht, ob da Farbe drin ist. Wasserspender, warum nicht? Für den kleinen Durst. Heizung, die passt da nicht hin, die passt dahin. Dann haben wir es auch warm im Büro. Und für die warmen Tage noch ein Ventilator oben an die Decke. Und dann möchte ich mal sagen, haben wir erstmal alles. Ja, hier sieht man noch, was man alles bauen kann. Serverräume, Produktion, am Ende kann man die Spiele selber rausbringen oder lagern. Eine Toilette wäre vielleicht auch ganz interessant, aber mal sehen. Hier Aufenthaltsräume. Ja, Schränke und Schreibtische gibt es noch. Chefbüro. Da gibt es noch wesentlich bessere Schreibtische. Aber wir haben ja erstmal einen. Gut, dann würde ich mal sagen, gehe ich mal hier rauf. Was haben wir hier? Hier kann ich Personalübersicht. Das bin ich. Da sehe ich auch dann meine Fähigkeiten. Das ist ja nicht schlecht. Gut. Ich kann Energie erwerben, aber es ist ja keine da. Dann würde ich sagen, Auftragsarbeiten gibt es auch keine. Dann fangen wir mit dem Spiel an. Ja, wie nennen wir das? Wird wahrscheinlich das größte Problem in dem Spiel sein, dass ich nicht kreativ genug bin, um mir irgendwelche Namen zu überlegen. Nennen wir es doch einfach mal Lemmings. Warum nicht? Dann können wir auch noch ein paar Teile rausbringen. Lemmings, gut. Was ist das? Okay, bleiben wir natürlich da. Mut. Kampfkunst, Piraten, Geister, Krankenhaus, Haustiere. Lemmings, sage ich mal, sind. Das sind Gewalttätige, ist Kampfkunst, ganz einfach. Das ist die Energie, die ich zurzeit habe. Wenn wir die mal nehmen. Dann machen wir Arcade. Und. Geschicklichkeit. Klingelt schon wieder ein Telefon und ich habe keins. Oh, schön. Gameboy ist hier. Hier kann ich mir die Plattform aussuchen, für die die Spiele entwickelt werden sollen. Hier werden wahrscheinlich irgendwann die Lizenzen drin sein und hier der Kopierschutz. Gut, ich sag mal, ein Spiel soll ja ein bisschen Optik haben. Story, Länge. Machen wir mal so. Atmosphäre ist auch schön. Einsteigerfreundlich. Oh, und machen wir so. Ich denke mal, damit sind wir ganz gut. Gut, hier müssen wir nochmal einstellen. Weiß ich gar nicht mehr, in was ich gut war. Machen wir erstmal gar. Hat er alle gleich gehabt, ne? Ups. Zu viel. Machen wir mal ausgeglichen. Und wir haben in Deutschland angefangen, also machen wir auch ein deutsches Spiel.
Ja, kommt das so auf Sound an früher? Nee, ne? Machen wir mal lieber hier noch ein bisschen Grafik und Gameplay. Und Gameplay ist wichtig, finde ich. So, wir haben jetzt eine Engine mit Textausgabe und PC-Lautsprecher. Na, dann nutzen wir die. Und wir gehen nicht rein, wir haben Fragezeichen über Kopf. Ah ja. Und nun? Oh. Macht er jetzt was? Oh, da muss ich sagen, das gefällt mir gar nicht, dass jetzt hier so ein riesen Anzeige mitten über den Raum ist. Man sieht vielleicht genau, was der jetzt macht, aber man kann überhaupt gar nicht mehr in den schönen Raum gucken. Okay. Jetzt geht es langsam. Ach, guck mal, hier steht der Firmenname. Das ist ja schön. Vorgarten müsste mal aufgeräumt werden. Wo klingelt denn das Telefon? Gibt es noch nichts. Hier oben ist anscheinend die Jahresangaben. Also man sieht gar nicht, in welchem Jahr man ist, sondern es geht nur ein Jahr, 2 Jahre und 3 Jahre. Neue Forschung, Rollenspiele. Okay. Dann können wir vielleicht gleich Rollenspiele machen. Was macht er denn? Jetzt sitzt er voll auf dem Sessel. Okay. Nur ran an die Arbeit, wir müssen Geld verdienen. Sagen die Sterne. Qualität des Büros. Je mehr Sterne, desto mehr Arbeiter bewerben sich. Okay, was haben wir jetzt? Da blinken überall Sterne, also muss das ja fantastisch sein. Wir verwerfen, das wird wahrscheinlich wegschmeißen heißen. Dann machen wir es doch mal publik. Was ist nun? Ah, jetzt kann ich mir aussuchen. Valley publiziert. Wir hatten Arcade und dann nehmen wir doch derzeit nur 5. Oder wollen die 5? Na, ich nehme mal den. Mal sehen. Kriege ich hier irgendwelche Zusatzbonis? Okay. Na ja, mal gucken, wie das Spiel läuft. Du hast dein erstes Spiel fertiggestellt. Damit deine Spiele mehr Abwechslung bieten, steht dir jetzt die Forschung zur Verfügung. Dort kannst du weitere Futures, Gremien und Themen für deine zukünftigen Spiele erforschen. Hört sich ja nicht schlecht an. Jetzt kommt noch mal hier eine Bewertung. Naja, hätte besser sein können, muss ich sagen. Dann bauen wir doch mal eine Forschung hin. 15.000 können wir uns gerade so leisten. Bauen wir hier eine Forschung hin. Ah, die Räume werden teurer, umso größer man sie zieht. Macht wahrscheinlich Sinn. Okay. Ah ja. Okay. Nee, das ist dann mir zu teuer. Noch. Dann lassen wir das mal. Hätte mir hier wahrscheinlich auch einen Schreibtisch sparen können. Ah, mir werden angezeigt die Konkurrenten, wenn die ein Spiel machen. Und ich habe schon 6 Fenster, das ist doch nicht schlecht. So. Aber. Ups, ich komme dann gleich in diesem gleichen Bildschirm. Das ist auch nicht schlecht. Okay, dann hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Vielleicht gefällt euch ja das Spiel. Ich werde noch ein bisschen aufnehmen und dann mal gucken, ob euch das gefällt oder nicht. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir hier einen Daumen da hochlassen. Wenn nicht, dann nicht. Könnt mir gerne Kritiken oder sonstiges in die Kommentare schreiben.
Ich würde mich freuen. Vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder. Tschüss.